Kollegin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin, meine Vorrednerinnen und Redner haben es schon erwähnt. Der IPCC-Bericht hat deutlich gemacht, auch in Europa leben wir nicht auf einer Insel der Glückseligen. Und das Jahrhunderthochwasser jetzt alle 3 bis 5 Jahre kommen mit Milliardenschäden, das hat dazu geführt, dass selbst in Reihen der CDU gesagt wird, dass der Klimawandel ernsthaft angegangen werden muss. Das Problem ist nur, dass es zeitlich aufgeschoben wird. Und da ist der IPCC-Bericht auch sehr deutlich in die Richtung derjenigen, die sagen, na ja, erstmal müssen wir an unsere Wirtschaft denken und dann tun wir mal was fürs Klima. Denn er sagt ganz deutlich, je später wir handeln, desto teurer wird es auch für die Gesamtwirtschaft in Europa und weltweit. Und deswegen reicht es halt nicht, wenn man sagt, wir machen auch ein paar Maßnahmen und irgendwann kommt auch unser Sofortprogramm, sondern Klimaschutz muss wieder Top-Priorität in der deutschen Bundesrepublik werden. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU, müssen sich jetzt halt mal entscheiden. Wollen Sie Ihre internationalen Klimaverpflichtungen einhalten, also CO2-Reduktionen mindestens 80% bis zur Mitte des Jahrhunderts? Oder wollen Sie sagen, die Energiewende, die ist ja viel zu teuer und wir können das unserer Wirtschaft nicht antun und sowieso müssen wir mal ein Stück langsamer fahren? Das passt alles nicht zusammen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, auf die Kostendebatte allein zu setzen und sagen, wir dürfen der Industrie nicht zu hohe Bürden auffahren, dann fahren Sie bitte zusammen mit Frau Hendricks zum nächsten Weltklimagipfel und sagen so da, wir haben unsere internationalen Verpflichtungen nicht so gemeint, wir arbeiten nicht mehr an einer Minderung von CO2, weil dieses sowohl als auch, das geht nun mal nicht zusammen, die Energiewende ist wie eine Schwangerschaft, ein bisschen Energiewende geht eben nicht. Und auch wenn wir, liebe Frau Hendricks, Strickpullis sehr, sehr gerne mögen als Grüne. Ja, wir ziehen die auch sehr gerne an, im Sommer vielleicht ein bisschen dünneren, rechtfertigt die Lebensstilfrage, aber noch nicht, dass man sich aus der politischen Verantwortung zurückzieht. Denn insbesondere wenn man sagt, die Menschen müssen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, dann muss die Politik in solchen Momenten eben noch mehr tun. Und das bedeutet ganz konkret, wenn Klimaschutz wieder Top-Priorität werden soll, dann müssen wir Klimaschutz gesetzlich verankern. Wir brauchen dann ein Klimaschutzgesetz, so wie es etliche Länder vorgemacht haben. Wenn Klimaschutz wieder Top-Priorität werden soll, dann reicht eben kein Rumfrickeln am EEG, sondern dann muss man über das Strommarktdesign reden und man muss über den Bestandsschutz von Kohle reden und diesen infrage stellen. Wenn wir über Klimaschutz reden und das Top-Priorität sein soll, dann darf man nicht bei einem Frühjahrsgipfel der EU sagen, aufgrund der Ukraine verschieben wir Klimaschutz jetzt mal auf die nächsten Ratssitzungen. Denn es wurde ja zu Recht betont, wir müssen uns unabhängiger machen von Energieimporten. Und was hätte da die Antwort auf dem Frühjahrsgipfel sein müssen? Die hätte sein müssen, und deswegen arbeiten wir noch ambitionierter an den Klima- und Energiezielen für das Jahr 2030. Deswegen arbeiten wir noch härter an der Energieeffizienz, weil die Energieeffizienz ist doch der Schlüssel dazu, dass wir unabhängiger werden von weltweiten Gasimporten. Und wenn dann darauf verwiesen wird, ja, aber die anderen europäischen Länder, die wollten nicht, dann kommt der schöne Spruch, früher Frieden fängt zu Hause an. Das gilt auch für den Klimaschutz. Klimaschutz fängt zu Hause an. Und dann gucken wir mal hin, was Deutschland gemacht hat beim Thema Energieeffizienz. Seit 2012 sollte die Energieeffizienzrichtlinie umgesetzt werden. Das ist sie bis heute nicht. Wir hatten uns dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2020 20% Energie einzusparen auf dem Stand von 2008. Wo stehen wir? Zahlen von 2012 bei 2,7%. Wo ist man da Vorreiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Klimaschutz Priorität haben soll, dann kommen Sie auch um die Frage der fossilen Energieversorgung nicht drumherum. So ist es halt einfach. Wenn ein Drittel der CO2-Emissionen weltweit durch die fossile Energieversorgung ausgestoßen wird, dann müssen wir daran. Und heute wurde gerade wieder bekannt, dass die 30 größten Kohlekraftwerke 5% der Emissionssteigerung in Deutschland ausmachten. Da kann man doch nicht einfach wegsehen, sondern muss man wie NRW sagen, ja, wir ziehen jetzt unsere Konsequenzen, wir unterdenken unsere Braunkohlepläne und wir steigen sukzessive aus. Und es redet niemand von Sofortausstieg, auch nicht wir Grünen. Was wir sagen ist, wir dürfen nicht eine
Braunkohlestrategie weiterfahren, die noch im 2040, 2050 Kohle verstromt, weil dann erreichen wir die internationalen Ziele definitiv nicht. Und liebe Linke, dann reden Sie bitte mit Brandenburg. Da stellen Sie den Wirtschaftsminister. Just an dem Tag, am 28. April, wo in NRW entschieden werden soll, also parlamentarisch, dass man diesen vierten Teilabschnitt nicht angeht, will Ihr Wirtschaftsminister in Cottbus die neuen Tagebaupläne für Welzow Süd 2 genehmigen. Und das kann nicht sein. Die Kohle muss da bleiben, wo sie ist. Sie muss unter der Erde bleiben. Das ist es, wo wir rangehen müssen. Und ein letzter Satz zum ETS. Wir begrüßen das, dass der Emissionshandel reformiert werden soll. Aber dann stellen Sie das bitte schon mal in den Haushalt ein. Wir diskutieren in den nächsten Wochen über den Haushalt. Da füttern Sie 350 Millionen Euro rein, weil wir die Zahlung aus dem ETS nicht haben. Und zusätzlich stellen Sie noch 350 Millionen an Steuergeldern dafür bereit, dass die Unternehmen, die dem ETS eben nicht mitfinanzieren, weil sie Zertifikate sogar noch verkaufen können, dass die Unternehmen, die von den niedrigen Börsenstrompreisen profitieren, dass die 350 Millionen als Strompreiskompensationsgeld noch oben drauf kriegen und sogar noch einen Gewinn damit machen, dass sie mehr CO2 ausgestoßen haben. Und so geht Klimaschutz definitiv nicht. Also freuen Sie sich auf unsere Änderungsanträge zum Haushalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte nur darum bitten, dass die letzten Sätze denn nicht ganze Bücher werden. Dann kommen wir auch mit der Redezeit hin. Nächste Rednerin in der Debatte ist Frau Dr. Anja Weisgerber.